Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend. Beziehungsweise bei mir ist es gerade Abend. Ich habe keine Ahnung, was bei euch Abend ist. Ich habe gerade ein Paket bekommen, habe kurz reingeguckt und dachte so, das habe ich noch nie gesehen. So ein Riesenpaket, was ich von Sephora bekommen habe. Und da sind echt Sachen drin, die ich noch nicht kannte. Vor allem Marken, die ich noch nicht kannte und Marken, von denen ich nicht wusste, dass sie Beauty-Produkte produzieren. Yo, let's go. Lass mal schauen, was da drin ist. Ob das eher top oder flop ist. Ganz oben lag dieses Paket, das ist von Sephora, der Eigenmarke, also der Sephora Collection itself. Oh, das sieht süß aus. Das ist richtig schön. Das ist auf Frühling, kannst du bitte kommen. Das ist hier einmal ein Morning Zest Melting Shower Jelly. Das sieht aus wie so eine Riesenpille. Also, man dreht das hier so auf und so zu und so auf. Und da unten kann man dann, wenn man das abzieht, sind dann da Löcher und dann kommt das Produkt raus. Richtig coole Idee. Sieht super süß aus. Aber habe ich noch nicht getestet, kann ich noch keine Ahnung, wie das ist. Dann haben wir noch eine Body Milk. Die finde ich auch richtig süß, diese Verpackung. Dieses Pastell ist so richtig schön. Und ich habe hier einmal ein Beach Vibes Exfoliating Produkt, also so ein Peeling. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon mal die Body Lotion von Sephora gehabt. Die fand ich leider nicht so gut. Aber sonst habe ich leider noch nichts von denen ausprobiert, außer die Wipes. Die finde ich richtig, richtig cool. Und die kaufe ich auch immer wieder neu. Also diese Make-up-Wipes. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier ist. Aber das Packaging sieht auf jeden Fall mega süß aus. Dann weiter geht das, Leute. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und zwar haben wir von Birkenstock ein Moisturizing Hand and Foot Care. Ich kannte das jetzt bis jetzt noch nicht. Ich kann mir auch überhaupt gar keinen Geruch oder sowas vorstellen, dass die einen Fuß... Ich finde es gut, dass die bei der Fußpflege geblieben sind. Und Hand ist auch noch okay. Und dass sie auch so ein bisschen hier noch hier dieses Kork noch mit drin haben und so, was so Birkenstocks ja ausmacht. Ich finde Birkenstocks auch unnormal bequem. Ich muss echt sagen, die ersten 2 Wochen sind Hölle auf Erden. Vor allem bei diesen Flipflops, die, ne, mit den Zehen zwischen. Ich weiß nicht, ob man das dann Flipflop nennen darf. Was ich jetzt ausprobieren werde, oder an was ich riechen werde, ist mal die Fußcreme. Ich muss tatsächlich sagen, ich creme meine Füße einfach mit meiner Bodylotion ein. Sieht super wässrig aus. So. Fühlt sich extrem ergiebig an. Hat so ein Zitrusgeruch, nicht unbedingt meins, würde mich jetzt aber an meinen Füßen nicht stören. So, dann wieder etwas, so, hä, was ist das? Deswegen dachte ich so, eigentlich mache ich solche Unboxings nicht auf meinem Kanal, aber ich dachte, es sind so unnormal neue Sachen, die ich noch nie gesehen habe, unnormal neue. Ein 3-Step Shaving Kit, Repair, Shave and Smooth. Das ist von Deodoc, habe ich auch leider noch nie gehört, die Marke. Es ist ein Shaving Foam hier drin. Und dann, wie gesagt, noch so ein Prepare, ein Öl. Ich bin nicht so der Ölliebhaber vor dem Rasieren. Also ich rasiere mich jetzt tatsächlich sehr, sehr selten. Einfach weil ich ja Pliere und IPL mache. Wenn es schnell gehen muss, gehe ich auch mal mit einem Rasierer drüber. Aber ich habe mit Ölen immer sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann es ja mal probieren. Ich glaube, das ist, sprüht man dann. Was macht das denn mit den Haaren? Wet the desired shave area with warm water. Place 4 pumps into palm of your hand and massage evenly into the hair. Wait 2 to 3 minutes. So. Ich habe eine Frage. Wer stellt sich unter die Dusche und wartet 3 Minuten lang einfach so, bis er sich rasieren kann? Ich bin so ein Typ. Ich weiß, es ist nicht gut, wenn man das Wasser die ganze Zeit anlässt. Ich versuche es auch immer wieder zwischendurch auszumachen, aber ich stehe nicht 3 Minuten rum. Also falls ihr Tipps habt, was ich da in der Zwischenzeit machen kann, während ich erwarte. Dann ist hier ein Travel Size Benefit Set drin. Ich hatte solche Sets immer mal wieder von Benefit. Und hier ist zum Beispiel etwas drin, wusste ich jetzt noch nicht. Ah ne, die Bad Girl Mascara, der Gimme Brow und Hoola. Ich werde das einfach verlosen, Leute, auf Instagram. Weil ich habe alles davon und es ist ein richtig süßes Set. Vor allem ist so ein Mini-Hula drin. Finde ich richtig cool. Und eine große Mascara. Werde ich auf jeden Fall verlosen. Dann haben wir, oh, das werde ich gleich mit verlosen, ein Gloss von Becca und zwar in Citrine. Ich muss sagen, ich habe alle Glosse von denen
und die sind mega. Die sind richtig schön, die riechen so ein bisschen nach Minze. So ein schöner Gloss auf den Lippen. Das ist auch eine wunderschöne Farbe, so ein richtiges, wunderschönes Nude. Das tue ich mal direkt hier mit in die Nude Midnight. So, wir haben hier noch ein paar Produkte von Deodoc. Ein Deo Spray mit Fresh Coconut. Eine schwedische Marke ist das. Und dann haben wir noch Deo Wipes. Sehen so aus. Das macht man dann hier oben so auf. Und dann sind hier einzelne Deo Wipes drin. Also man kann die wahrscheinlich sehr gut in die Tasche tun und dann zwischendurch mal, wenn man amieft oder so. Oder weiß ich nicht, wenn ihr irgendwie zum Sport geht und danach noch irgendwie mit Freunden, die mit euch beim Sport waren, was essen geht oder ihr trifft noch irgendjemanden oder so und habt keine Zeit, euch da zu duschen vorher und nochmal neu fertig zu machen, glaube ich, sowas ganz cool. Ja, so ein Unterwegs-Ding, glaube ich. So, was haben wir noch? Sephora kommt mit Beautyblendern. Und zwar sind das so drei in so einem kleinen Set. Die fühlen sich so ganz gut an. So, es fühlt sich nicht zu weich und auch nicht zu fest an. Ist alles schon so ein bisschen Frühling, in die Frühlingsrichtung gestaltet. Dann haben wir auch nochmal zweimal Sephora Wipes. Einmal mit Ananas. Ich mag die blauen gerne. Also die hier sind normal und die sind mit so einer Peeling-Oberfläche auf der anderen Seite. Habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich finde das richtig cool, dass die auf der einen Seite so einen Peeling-Effekt haben, weil man dann auch nochmal so über seine Haut gehen kann und es ziemlich grob ist. Also es nimmt auch tatsächlich was runter. Wir haben hier was von Hourglass und zwar ein Ultra Slim High Intensity Lipstick. Was ist das denn? Cool. Wow, coole Farbe. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich diese Farbe am allerliebsten mag. Wir haben was von Marc Jacobs, ein Sequins Glam Glitter Eyeshadow. Ich meine, ich hätte schon von denen gehört. Aber wie ihr wisst, bin ich immer so die Letzte, die von irgendwas was mitkriegt. Wir haben hier einen, ja, so einen Lila-Ton. Die Umverpackung ist sehr schön, gefällt mir sehr gut, erinnert mich an mein eigenes Packaging. Okay, das ist so ein gepresstes Pigment. Da ist extra so ein Dings drauf hier oben. Lass mal swatchen. Oh ja, die stehen erstmal so ab, die Pigmente, diese Puderpigmente. Ganz, ganz wenig Produkt nur genommen. Mal gucken, was. Oh ja. Man sieht definitiv was. Wowi. Sehr schön aus. So ein Lidschatten und dann legt sich so Glitterpigment obendrauf noch. Dann haben wir hier noch was von Marc Jacobs und zwar ist das Finish Line Perfect Coconut Setting Powder. Ich meine in der Farbe Invisible, okay. Also ich habe davon auch schon gehört. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand die Foundation von denen mega damals. Im Moment ist, oder dann wurde sie mir irgendwann zu austrocknend, zu cakey. Und wenn ich dann den Primer drunter gegeben habe, der auch für die Foundation dann geeignet war, dieser Coconut Primer, wurde ich zu ölig. Also es war bei mir eher so ein Hin und Her, wusste nicht genau. Das ist ein Beige. Nicht zu weiß, nicht zu gelb, nicht zu rot. Sieht auf jeden Fall schon mal schön aus. Also passt, glaube ich, zu meiner Hautfarbe. Dann haben wir ein Glow Tonic von Pixi, das hier. Ich habe das allerdings schon hier eins davon, werde das auch mit verlosen und habe das noch nicht ausprobiert. Ich werde das mir auf jeden Fall mal ins Bad stellen, weil ich mir immer vornehme, das auszuprobieren, weil ich habe schon einige gute Sachen gehört, so dass die Haut so glowy sein soll und so. Dann habe ich noch von Fresh ein Soy Face Cleanser for all Skin Types. Bin ich gespannt. Ich habe jetzt gerade noch meinen Schaum von Hello Body. Aber danach werde ich das mal ausprobieren und mal gucken. So, dann haben wir hier ein Floral Street. Ach, Parfum. Ach, so, cool. Das sind so ganz viele Mini-Dinger. Manche mögen das ja nicht. Ich finde das ganz cool, erstens, um das auszutesten. Zweitens, sehr gerne in die Handtasche. Ich mache in jeder Handtasche habe ich mindestens zwei von diesen Proben drin. Weil man weiß ja nie. Probieren wir mal das in der Mitte aus. Ja, riecht sehr... Oh, ich hatte mal einen Duft in der Schule, der riecht so... Doch, echt so nach... Es riecht nach Blumen. Aber frisch. Sehr stark für einen Sprüher. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Frische Düfte, die stark riechen, gefallen mir sehr gut. Wild Vanilla Orchid. Orchid. Oder wie sagt man euch den Tee auf Englisch? Sind es eigentlich dieselben? Nein. Neon Rose.
Das riecht richtig nach Rose. Aber richtig nach Rose, nach echter Rose. Cool, dieses Set gefällt mir richtig gut. Vielen Dank. So, dann haben wir... Ach, und Gretel. Das ist eine neue deutsche Marke, die auch bei Sephora drin ist. Tatsächlich nur bei Sephora ganz kurz mir angeschaut beim Opening. Wir haben hier einen Lipgloss. Das ist eine deutsche, meine Berliner Marke, Berlin genau. Und die haben auch eine Website, die nennt sich undgretel.com, steht hier unten. Finde ich richtig cool, dass Sephora so eine Ecke hat für so, wie so Newcomer, um sie so zu supporten und zu pushen. Knutzen. Ich finde den Namen jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist ein sehr hochpigmentierter Lipgloss. Ich glaube, dieses Jahr sind auch Glosse sehr, 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 sehr im Trend. Also dieses Matte, glaube ich, geht so ein bisschen raus. Ich werde mich auch informieren und ein Video für euch drehen, aber ich glaube, das Matte geht so ein bisschen raus und der Gloss kommt immer mehr. So, dann haben wir ein Cherry Bomb Lip Scrub. Das sieht so aus hier. Oh, cool, das ist so flach. Und in der Duftrichtung Cherry. Coffee Based Skincare for All Babes. Süß gesagt. Dann haben wir hier noch ein, ich mag die Marke so gerne, vor allem deren BB und deren CC Cream und deren Matte Primer finde ich so gut, und zwar von Erborian. Das hier ist einmal Rose Infusion, so sieht das aus, das ist aber ein Lipgloss, meine ich, ein Lipöl. Dann haben wir Follow the Call of the Disco Ball Shimmer Scrub Exfoliation for Smooth and Glowing Skin. Das ist lustig, ne? Hier steht Get Naked and Get Wet in the Shower. Massage, scrub over your entire body, leave on for 3 minutes, then rinse. Dann war hier noch was von das Geheimnis makellose Haut. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt ein, Parfum. Das ist aber ein, aus den Bergen haben wir ein wirkungsvolles Schönheitsritual mitgebracht, das für jeden Hauttyp geeignet ist. Handverlesene Rosen, 100% Reinheit, verwöhnt deine Haut im stressigen Alltag. Mhm. Das kann man sich wohl so einfach aufs Gesicht sprühen, das werden wir jetzt auch direkt mal tun. Riecht nach Rose, also nach diesem Rosens. Kennt ihr noch dieses Wasser, was ich immer benutzt habe? Dieses Gesichtswasser damals? Wir haben noch von Erborian eine BB Shot Mask, My Perfect Skin Look. Übrigens, es kann sein, dass es eine Technik geben wird, in der man, mit der man BB oder CC Creams in seine Haut einarbeiten kann, mit zum Beispiel Mikroneedling oder sowas. Ich habe jetzt nur davon gehört, habe auch schon mit der Kosmetikerin gesprochen, mit zu der ich immer hingehe, das ist Individualist in Köln. Und wenn das alles safe ist und es ausreichend, also sie testet das erstmal an sich selber und so weiter, ne? Wenn es als cool ist, dann werde ich das auch testen wahrscheinlich und werde die Kamera mitnehmen. Wenn ihr das wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Deswegen, falls ihr das sehen wollt, das erinnert mich jetzt gerade so irgendwie daran, ich weiß nicht warum. Das ist eine Maske, die wahrscheinlich ein babyweiches Gesicht macht. So eine Sheet-Maske, also einfach so eine Tuchmaske. Dann haben wir noch eine Anti-Age-Augencreme von Muti. Nennt man das so? Muti? Ich habe jetzt gerade noch eine Augenpflege offen, aber ich liebe Augencremes. Es gibt nichts, was ich mehr benutze als Augencremes. Und wenn ich nichts auf mein Gesicht gebe, außer eine Augencreme, weil ich mal ohne Augencreme ein paar Wochen war und dann gesehen habe, was unter den Augen ohne Augencreme bei mir zumindest passiert. Und zwar... Falken sein Vater. Dann habe ich schon vorhin gesehen beim Öffnen des Pakets, habe ich mich sehr darüber gefreut, wenn meins leer ist, ist das von Cillamour, ein Lash Booster. Ein Lash Serum. So, sieht das aus. Aber gehört habe ich davon noch nie. Seht ihr? Es sind so alles Produkte fast, die ich noch nie gesehen habe. Und deswegen dachte ich so, vielleicht interessiert euch das. So, ich habe hier noch was von einem Cleansing Stick. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist ein... nicht, was das ist, Leute. So ein Stick zum sich sauber machen. So sieht das ein bisschen voll süß. Ich dachte, das wäre jetzt was Weißes. Ich glaube, man muss einfach so über sein Gesicht gehen und dann kann man vielleicht sein Make-up damit abmachen. Ja, oh, da steht hinten was drauf. Cleansing Oil Stick for Completely Removing Make-up and Skin Impurities. Finde ich süß. Ich glaube, ich werde so ein Insta-Tutorial machen, wie ich mich abschminke damit. Ach so, wir haben noch ein paar Produkte hier von Blush Hour. Das sind
Es ist ein Eyeshadow-Kit und es sind Lippenstifte. Ich muss echt, ich habe mal ein Blush-Hour-Video gemacht. Es ist nie online gegangen, weil ich weiß nicht, wohin es gegangen ist. Es war auf einmal nicht mehr auf meiner Speicherkarte. Aber ich muss euch ehrlich sagen, mir gefallen die Produkte nicht. Sie harmonieren nicht mit mir. Also deren Foundation zum Beispiel sah gar nicht schön aus auf meinem Gesicht. Das war so ölig. Es war nicht so meins. Die Lippenstifte waren sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe hier einen in so einem Nude-Ton. Sieht richtig schön aus. Aber ich muss ehrlich sagen, dass zum Beispiel die Foundation gar nicht bei mir geklappt hat. Und ich fand auch die Eyeshadow-Kits vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht fair. Ich kenne die Jungs, die Blush Hour machen. Ich weiß, dass sie sehr, sehr viel Arbeit mit da reingesteckt haben und dass sie viele, viele Jahre vor allem gearbeitet haben für diese Marke und so lange gebraucht haben, das zu entwickeln, weil sie es perfekt haben wollten. Aber tatsächlich ist es für mich nichts. Also es ist so, genau dasselbe Kit habe ich. Es ist genau dasselbe. Und es hat mich tatsächlich nicht überzeugt für diesen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es tut mir unnormal leid, dass ich sowas sage, aber ihr wisst, dass ich immer die Wahrheit zu euch spreche. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass ich jetzt sage, dass es cool ist und ich das voll liebe und so und ihr dann euer Geld dafür ausgibt und am Ende findet ihr das nicht gut. Also ich muss nur sagen, ich bin da leider raus. Also ich bin nicht so der Fan davon. So, weiter geht's. Wir haben was von Marc Jacobs. Das ist ein Highlighter, den muss ich nicht aufmachen. Ich habe den in 4 Farben oder so. Ich liebe, das ist ein Kajalstift, den ich über alles liebe. Es ist so ein, jetzt mache ich den drauf auf. Unnormal schön. Also den kann man auch hier unten rausdrehen, was ich perfekt finde, weil ich Spitzer einfach hasse. Ich hasse den, also dass ich nie einen Spitzer mitnehme und dann fliegt bei mir immer irgendwas auf dem Boden und dann habe ich so einen schwarzen Strich auf dem Boden und so. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachfühlen kann gerade. So, last but not least, wir haben hier noch 3 Kleinigkeiten und zwar ein Acai Prickling Pearls Superberry Hydrate and Glowing Oil. Was ist das, so ein Serum oder was? Youth to the People heißt das Ganze. Und hier sieht man Acai und Goji-Beere. Ich habe immer Angst vor Ölen, die man in seine Pflege mit reinmischt, weil ich schon ein paar Mal davon so Pickel bekommen habe. Aber ich bin nicht abgeneigt, nochmal neue auszuprobieren, weil ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr, sehr gute geben wird. Dann habe ich hier einmal ein Handcleansing-Gel, also ein Handcleansing-Gel. Als letztes haben wir eine Mascara und zwar von Makeup Forever. Und von denen habe ich zum Beispiel gerade die Foundation. Das war mein Jahresfavorit, eine richtig, richtig gute, die Ultra HD Foundation. Bin mal gespannt, wie die Mascaras von denen sind. Okay, werde ich ausprobieren. Cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Sephora für diese 1000 Neuheiten. 1000 Dank euch fürs Zusehen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann empfehle ich euch, ihn zu abonnieren, weil dann habt ihr 12 Monats. Dann habt ihr 12 Videos im Monat, denn ich lade 3-mal die Woche hoch, wie gesagt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann gerne ein Däumchen nach oben. 1000 Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.